Ich fick you auseinander. It's payback time, motherfucker! Wie schmeckt dir die eigene Medizin, ha, du Motherfucker? Schadenfreude ist doch die schönste Freude, ne Leute? Damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Saphir. Mit einem sehr merkwürdigen Anfang, würde ich mal sagen, ne? Oh Mann, ja, das ist doch herrlich, ja. Das habe ich vermisst an meinem Let's Play. Dieses aufgeweckte Sein. Ich will jetzt nicht vorlesen, ich will jetzt mich in meinem eigenen Boden ein bisschen sonnen und an meinem leckeren Lolli lutschen. Und zwar ist das ein Süßigkeiten-Lolli. So. Gut, im letzten Part und auch wie jetzt in diesem Part haben wir Flavia fertig machen können, haben die Aqua aufhalten können und nun würde ich vorschlagen, gehen wir in die Wüste und holen uns unser nächstes Teammitglied, genau. Ich lese jetzt immer noch nicht vor, ich bin noch nicht fertig, ich muss mir noch weiter Ruhm sonnen, vorher geht da gar nichts. Wir erhalten das Wüstenglas und wir haben wirklich keine Probleme mehr durch die Wüste zu tapsen. Und das werden wir jetzt tun. Wir gehen in die Wüste und holen uns unser nächstes Teammitglied. Oh, der Fetz hat begonnen kämpfen. Hä? Okay. Gegen den habe ich auch noch gar nicht gekämpft, auch nicht offscreen. Egal. Interessiert uns noch nicht. Wichtig ist mir jetzt erstmal, dass wir mein Teammitglied holen, mein nächstes. Und zwar mit einem Pokémon, das ich noch nie zuvor verwendet hatte in meinem Spiel. Es wird kein Sandan sein, keine Sorge, Leute. Es wird ein anderes Pokémon sein. Es befindet sich hier in der Wüste. Es wird auch kein Knackleon sein. Nein. Ausnahme ist, wenn ein Pokémon shiny ist, dann nehme ich es ins Team. Aber das glaube ich eher nicht. Sehr unwahrscheinlich. Fuck. Jetzt muss ich es doch töten. Unnötig. Unnötig. Nein, das ist es auch nicht. Das ist ganz, ganz selten. Ich glaube, manche Leute wissen es jetzt schon langsam. Es wird ein... Naja. Warten wir doch mal. Komm, bitte. Ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Ah! Duskan, nein, du bist männlich. Ich will Männlein haben, nicht ein Weiblein. Ich bin da sehr, sehr... Ja, vorsichtig, sage ich mal, weil ich habe einen Abonnent, das ist ein Männlein und der will nicht nach einem Weiblein genannt werden, ne? Wäre auch nicht fertig gegenüber. Das Viech ist zwar verdammt selten, wie ihr bereits sehen könnt, aber diese Mühe mache ich mir, um ein männliches zu suchen. Ja, ja, ja. Bin mal gespannt, wie sich Tuska dann anstellen wird in unserem Team. Dann haben wir zumindest mal ein Pflanzen-Pokémon und ein Unlicht-Pokémon zur selben Zeit.
nervst. So. Jetzt kannst du wieder kommen von mir aus. Komm mal. Komm mal an die Telefon. Telefon, Telefon. Na, nein. Ich will ein Tuska haben. Tuska, wo bist du, mein Sohn? Ich vermisse dich und respektiere nur dich. Hab ich noch einen Lolli? Nee, scheiße. Alles schon gegessen. Du nervst, ey, du nervst mich tierisch. Level 27, na Halleluja, kauf dir einen Lutscher. Oh Gott! Genau, Popanz kann man hier auch ganz selten finden, aber das will ich nicht. Ich will das nicht. Noch ein Popanz. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Gehen wir mit Flyer rein. Setzen Stahlflügel ein oder Flügelschlag. Genau. Fuck, fuck, fuck. Nein, ich will kein Männlein, ich will ein Männlein. Oder? Moment, Leute, ich muss jetzt kurz nachgucken. Okay, Leute, es ist tatsächlich ein Männlein. Es muss ein Männlein sein. Tatsächlich. Komm bitte an die Telefon. Gott sei Dank, warte mal, stimmt, wir haben gar keine AP mehr. Da würde ich vorschlagen, wir gehen mit Bone rein. Auch wenn Bone verdammt... Ah, dankeschön. Endlich. Ich liebe dich. Endlich, ey. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen mit Gerne rein. So, und dann mit einer Smog-Attacke. Und jetzt Pendes. Nochmal Smog. Genau. Und jetzt werfen wir einen Superball. Und ich habe auch schon den perfekten Namen für dieses Viech. Komm schon, rein mit dir. Gut, Tuska wurde gefangen. Okay, das wird mit Abstand der komplizierteste Name, den ich je in meinem Leben gehört habe. Er wird Elzuelo heißen. Ja, okay. Wie kommst du auf so einen Namen, will ich mal fragen. Es ist sehr merkwürdig. Warst du auf Drogen oder... Oder was war los mit dir? Was ist in deiner Kindheit schiefgelaufen, dass du dich so nennst? Ich habe keine Ahnung. Es soll nicht auch nicht persönlich sein. Ich mache nur Spaß. Aber das ist doch ein echt komischer Name. Das musst sogar du sagen, oder? Ja. Gut, damit werden wir schon auf unser erstes Pokémon-Mitglied verzichten. Und zwar wird es in dem Fall den Kader sein. Der wird es am wenigsten benötigen. Das nächste wird dann wahrscheinlich Utropi sein. Und dann schätze ich mal, wird's. Ja, danach wird's dann mal das Tod sein, genau. Ich bin noch erkältet, Leute, es tut mir leid. Also gut, fangen wir an. Legen wir das erste Pokémon ab? Nein, wir legen es nicht ab, wir entlassen es. Du bist fristlos entlassen! Okay. Gut. Tuska ab ins Team mit dir. Und es kann ja tanken Absorber, Wachstum, Egelsamen und Sandwirbel. Ich finde den Anfang doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, das gefällt mir schon. Das freut mich doch, ja. Vielleicht kannst du Protzer, aber das bringt normal nicht viel bei dem Pokémon. Nein, kannst nicht. Du kannst aber Schaufel, oder? Auch nicht? Hm. Raub musst du aber können. Das ist ein Stat-Bonus. Du kannst nicht rauben? Du bist ein verdammter Kaktus. Wie kannst du nicht rauben? Boah, du bist aber echt luschig, ey. Oh Gott, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Jetzt muss ich nur überlegen, wo trainiere ich das Viech jetzt am besten? Wo trainiere ich das? Wo trainiere ich das? Wo könnte man das am besten trainieren? Ich habe, glaube ich, schon eine Idee. Ich hätte eine Idee. Und da würde ich vorschlagen, man sieht sich dann, glaube ich, gleich wieder, und zwar in der Meteoritenhöhle. Das wird noch eine weite Strecke, Leute. So, Leute, ich bin wieder da mit Elzueno, oder wie der auch immer ausgesprochen wird. Ich sage einfach Elzu jetzt. Und dann kämpfen wir hier ständig gegen Lunastein. Wir haben gegen dieses Viech gute Chancen aufgrund unserer Fähigkeit. Ja, Absorber, würde ich mal sagen. Unserem Angriff Absorber.
Und dann auch noch unsere Ekelzaubertage. Das sollte eigentlich guten Schaden machen. Und ich würde vorschlagen, hier trainiere ich ein bisschen. Und dann blende ich euch einfach wieder jedes Level ab ein. Und wenn ich ein Shiny-Pokémon treffe, dann habe ich mehr oder weniger Pech gehabt. Bis gleich, Leute. Level 20 für L2. Level 21. Und es versucht, Nadelrakete zu lernen. Aber nein, danke. Uiuiui, das Training ist ziemlich schwer. Zu Elo auf Level 22. Level 23. Level 24. Yippie. Level 25. Blablabla. Verwurzler. Blablabla. Das wollen wir doch alles nicht. Erst mit Level 29 wird es Finde erlernen. Schade, schade. Level 26. Und die KP schwinden und schwinden. Level 27, noch ein paar Level-Ups, ich denke noch 5. Oh. Level 28 für Elzuhelo. Na also, Level 29. Phew, okay, jetzt hat es Finde. Ich würde vorschlagen, wir verzichten hier auf Egelsamen. Wir brauchen Egelsamen nicht. Genau. Und dann sieht man sich noch, bis es Level 32 hat. Bis gleich, Leute. Level 30. 31, nur noch ein Level ab. Na also, Level 32 und jetzt entwickelt sich das gute Viech auch weiter. Um Gottes Willen. Das habe ich noch nie geschafft. In einem Part das Lieblings-Pokémon gefangen und im anderen Part auch gleichzeitig das Pokémon entwickelt. Phew, das war jetzt echt anstrengend, muss man sagen. Jedes Mal ist es verreckt mit Level 20 bis 25 und dann ging es langsam. Und es ging vor allem da, als es Finde gelernt hat. Aber jetzt habe ich Gott sei Dank einen Noctus gehabt. Damit ist das Training für dieses Viech zumindest mal beendet. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir trainieren noch Emotion diese drei Level noch, diese witzlosen drei, bis es auch endlich ihre letzte Form hat. Und dann werden wir aufbrechen und unseren Vater fertig machen. Man sieht sich dann, bis ich auch da die Level 3 Dinger habe. Genau, die drei Level-Ups. Bis gleich, Leute. Level 28. Level 29. Auch Emotion hat es endlich geschafft und erhält ihre letzte Form. Gott sei Dank. Puh. Und jetzt auf zu unserem Vater, würde ich vorschlagen. Perfekt. Wir haben Gardevoir. Okay, unser Team sieht doch schon ganz anständig aus, hä? Mit diesen Brockenkolossen, sage ich mal. So. Und jetzt der schnellste Weg nach Mittaus CD und dann nach Blüdenburg CD ist der Weg durch. Oh Gott, das ist scheiße, ey. Komm, hau ab. Ist doch okay. Der schnellste Weg nach Meteoros City ist durch die Meteoritenhöhle. Dort können wir runter und dann ganz normal in den Süden Richtung Meteoros City, wo wir ursprünglich nicht hingegangen sind. Es gab ja eine Weggabelung. Nach rechts ging es zu diesem Wiesenflurtunnel, wo wir dieses blöde Pegorett gerettet haben. Und nördlich hier geht es zu dieser Meteoritenhöhle, die wir von dieser Seite aus nicht betreten konnten. Und zwar können wir jetzt hier runter hüpfen. Gut. Jetzt sind wir in Route 115, da waren wir noch nie. Da werden wir jetzt wahrscheinlich hier auch nicht kämpfen, ne? Okay, gut. Gut, gut, gut. Und dann sind wir hier in Meteoros City und ich denke, den restlichen Weg, den kann ich euch noch ersparen. Man sieht sich, wenn wir in Blüdenburg City sind. Yay! So, Leute, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, bis zu Norman vorzudringen, beziehungsweise zu unserem Vater, aber wir versuchen unser Glück. Wir gehen in den Raum der Genauigkeit. Ich habe übrigens unserem Bone die Attacke Hützekoller beigebracht, bis es die Attacke Flammenwurf kann. Solange hoffe ich, dass wir mit diesem Finisher-Move jedes Pokémon ausschalten können. Das ist ein Step-Bonus, hat eine Grundstärke von 140 und sollte daher jedes Pokémon ausschalten können. Will ich zumindest hoffen. Wir versuchen es mit einem Hützekoller. Rum. Nein, ist er
gelebt. Okay, Zeus und Joe Spezialangriff ziemlich im Keller, aber wir setzen noch einmal. Gott sei Dank habe ich vorgesorgt, Leute, und habe uns einen Aufwecker geholt. Was uns ziemlich helfen wird. Ha! Verbrennung, du Lusche. Wir setzen doch Steinwurf ein. Wieso sollen wir jetzt auf Hitzekolo gehen? Wenn wir auch gut Steinwurf einsetzen können, das Vieh ist doch eh gleich tot. Gut, jetzt haben wir Indekoro besiegt und Bone Ad Level 29. Und es versucht Amnesie zu erlernen. Ja. Wir verzichten auf Smog. Den Angriff könnten wir noch gebrauchen. Vor allem gegen Wassertyp-Pokémon. Gut. Alles klar. Jetzt können wir weiter vorgehen. Raum der Verteidigung. Gehen wir da mal rein. Machen wir auch die ganz schnell fertig mit unserer Hitzekolo-Attacke. Ah, wir haben hier ein Gyarados. Und noch einmal Hitzekolo. Tschüss. Sehr schön. Sehr schön. Bravo. Gut. So, ich denke, warte mal, jetzt gehen wir mal auf Flyer wieder. Aber ja, Flyer können auf jeden Fall auch Training gebrauchen, ganz klar. K.O.-Treffer. Okay, wenn es das Viech erwischt, dann ist Feierabend. Alles klar. Mit einem Sengo geht er in den Ring. Wir versuchen es mit einer Geheimpower. Oh, das haben wir schon ausgeschaltet. Level 29 für Flyer. Goodie. Arena-Leitung. Versuchen wir unser Glück. Gegen unseren Vater. Hm, du besitzt vier Orden. Fein, wie versprochen werden wir uns in einem Pokémon-Kampf auffechten. Los, Gero, ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Ich werde als Arena-Leiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Gero, du sollst ebenfalls dein Bestes geben. Versprochen, Papa. Und da kommt Norman. Und er fängt... What the fuck? Er fängt mit dem Lederkin gleich an. Versuchen wir es mit einer Geheimpower. Scheiße. Okay. Okay. Planänderung. Wir müssen anders vorgehen. Baldur ist tot. Ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Es wird jetzt faulenzen. Ja, Gott sei Dank die größte Schwäche von Lethalking. Und dann werden wir auch mit einer Zertrümmerattacke versuchen, seine Verteidigung zu schwächen. Komm schon, Verteidigung sink. Ich sagte Verteidigung sink. Nein, okay. Versuchen wir nochmal zum Glück mit deiner Intensität. Scheiße. Okay. Baldur's Tod ist tot. wie gehen wir vor? Wir setzen Hydropie ein. Ich habe eine Idee. Ich habe eine ganz gute Idee. Wir setzen Lehmschelle ein. Und senken die Genauigkeit. Gut. Leider deine, die finden eine 100%ige Treffwahrscheinlichkeit. Fuck! Okay, egal. Wir könnten zumindest seine Genauigkeit um eine Stufe senken. Und jetzt könnten wir mit... Ich glaube, den habe ich ja schon... Ja. Genau. Okay, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine völlig andere Idee. Wir werden Sandwirbel einsetzen trotzdem, auch wenn Finte eine 100%ige Treffwahrscheinlichkeit hat. Es wird es wahrscheinlich nicht einsetzen, weil Ezuhelo nun selbst ein Undicht-Pokémon geworden ist. Darum wird es zu Fassade zugreifen. Das uns massiven Schaden anrichtet. Oje, meine Lieben. Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal weiter auf Sandwirbel. Bis es nichts mehr trifft. Und dann boosten wir uns in Ruhe und dann wird Ezuhelo den Rest übernehmen. Mein neues Teammitglied. Dann wird der Part auch ein bisschen länger. Ich denke, das geht in Ordnung. Wir tauschen aus. Ich traue das Sache nicht. Ich traue diesen Frieden wieder nicht. Auf geht's, Flyer!
Versuch dein Glück. Oh, Gott sei Dank. Okay. Wir tauschen nicht aus. Wir setzen Geheimpower nochmal ein. Das macht so wenig Damage, ey. Fuck, das hält echt viel aus, das Viech. Ja. Mein Gott. Ja, jetzt ist es unvermeidbar. Jetzt hat er Überdrang eingesetzt. Und da hätte ich auch tauschen können. Verdammt nochmal. Okay, wir warten. Wir setzen noch einmal Geheimpower ein. Oh, es ist paralysiert. Lol. Das freut mich schon. Es ist in Paralyse. Ja, jetzt müssen wir sowieso tauschen. Damit eben Geno keinen Effekt hat. Warum kommt eh zu Helo wieder rein? Jetzt wird es erstmal faulenzen. Und ich denke, wir werden jetzt auch schon auf Wachstum wieder zugreifen. Und ich hoffe, Sandwirbel war stark genug und. Oh, oder so, das ist sogar sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch einmal Wachstum. Ich brauche deine gesamte Power, Elzuelo. Und wir setzen Absorber ein und holen uns ein paar KP zurück. Okay, ich denke, das sollte normal eine Fassade durchhalten. Nein! Nein! Ich habe den Zusatzeffekt vergessen. Fuck! Okay. Ja, das ist halt blöd, weil Fassade, der Angriff wird stärker, wenn es eine Statusveränderung hat und durch die Paralyse ist der Angriff stärker geworden. Verdammt nochmal. Aber es gibt ein Pokémon, von dem ich mehr Angst habe und das wird Muntier sein. Scheiße. Muss ich überlegen. Wir haben das größte Brocken runter. Aber Muntier ist zwar nicht so stark, hat aber trotzdem eine gewisse Power. Man sollte es nicht unterschätzen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Bone ist zu langsam. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin, Leute. Ich hoffe, eine Geheimpower sorgt für eine Paralyse, auch wenn das sehr schlecht wäre wegen Fassade. Komm, das überlebst du noch mit einem KP. Fuck, nein! Okay. Wenn ich Glück habe, will Norman sein Viech heilen und dann könnte ich mit Hitzekoller einen guten Angriff anfangen. Oder ich könnte Geno einsetzen. Ich setze Hitzekoller ein. Au! Okay, aber wir haben wenigstens das erreicht, was ich eigentlich wollte, und zwar eine Verbrennung mit Flammkörper. Und jetzt ist Emotion dran. Ich denke mal, da reicht eine einfache Psychokinese aus, oder gehen wir lieber auf Gedankengut? Wir gehen auf Gedankengut. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon irgendwo gedacht. Okay. Ich würde vorschlagen, wir boosten uns noch ein bisschen. Und dann Doppelteam, das ist ganz auch wichtig. Dass es uns nicht mehr treffen kann. Autsch, okay, ja, ich habe eine Sache vergessen, das kann finden. Dann machen wir es eben so. Oh, oder so. Du hast zwei Liter King! Du hast zwei Liter King! The fuck! Okay, aber wir haben uns Gott sei Dank geboostet mit einem Angriff. Wuhu! Okay. Der Part war deutlich zu lang. Ich würde vorschlagen, wir machen hier Schluss und dann würde ich vorschlagen, man sieht sich im nächsten Part von Pokémon Saphir. Wir haben den Orden in der letzten Minute noch erhalten können. Bis dann, Leute.